Stell dir vor, du bist ein Autodieb und hast es geschafft, in ein fremdes Auto einzubrechen. Was durchsuchst du zuerst? Das Handschuhfach? Zu klischeehaft. Fangen wir mit den Kopfstützen an. Vielleicht findest du dort das Versteck The Slide von der Firma Headrest Safe. Das Versteck ist mit den meisten Kopfstützen kompatibel und kann mit einem Knopf, einem elektronischen Schlüssel oder biometrisch geöffnet werden. Und es ist ziemlich robust, da es aus Stahl gefertigt ist. Im Innern findet der Benutzer einen Platz von 19 x 8,3 x 15 cm. Nicht viel, aber genug, um zum Beispiel eine Waffe darin zu verstauen. Der Preis ist allerdings übertrieben. 461,5 Euro. Die reichsten Menschen der Welt sind nicht die Rockefellers und auch nicht die Wertheimers, denen das Modehaus Chanel gehört. Das meiste Geld haben die Jeep-Fahrer. In vielen unserer Videos zeigen wir verschiedene Upgrades für dieses Auto und jedes Mal sind die Preise schockierend. Aber wenn all diese Türstufen, Gepäckträger und andere Dinge produziert und verkauft werden, gibt es immer noch Nachfrage. Auch für solche Paneele von Clearlitz wird es bestimmt genug Kunden geben. Für 1200 Euro kann man die Landschaft durch das transparente Dach bewundern. Es besteht aus Polycarbonat in Militärqualität, ist also UV-beständig und schlagfest. Die Montage ist einfach, man muss nicht einmal Werkzeuge besitzen. Nach 10 Minuten ist alles aufgebaut. Und damit es in der Kabine angenehm kühl bleibt, lassen die Paneele nur 16% des Lichts durch. Wir nehmen einen Beutel und füllen ihn mit Benzin. Das ist kein Witz, das ist Absicht. Der Armadillo ist eine gute Alternative zum sperrigen Kanister. Die Beutel haben ein Fassungsvermögen von 3,8 bis 19 Litern und eignen sich für Benzin, Kerosin und sogar Düsenbrennstoff, aber auch für Motor- und Getriebeöle, Bremsflüssigkeiten und ähnliches. Die Beutel sind zweilagig aufgebaut. Der innere Zylinder ist hochfrequenzgeschweißt und durch eine Hülle aus Cordura-Gewebe geschützt. Ein Ausgießer aus Kunststoff wird mitgeliefert und in der Außentasche verstaut. Der Verkäufer empfiehlt Armadillo aber auch für Radfahrer und verlangt für eine 3,8 Liter Tasche ab 116 Euro. Manchmal ist ein Pickup ein paar Zentimeter zu kurz. Die Ladung sollte eigentlich genau passen, aber irgendjemand hat sich wohl verrechnet. Was nun? Hier hilft die Verlängerung der Firma Rough Country. Damit lässt sich die Heckklappe absenken. So bekommt man den Platz, den man schon immer haben wollte. Beim Toyota Tacoma sind es um 66 cm mehr, genug Platz für ein Mountainbike. Und wenn man die Verlängerung nicht braucht, kann man sie einfach wegklappen. In Kombination mit der geschlossenen Tür entsteht eine Nische, in der kleine Lasten wie Taschen bequem transportiert werden können. Der Preis beträgt 167 Euro. Sicher für Ihre Kinder, einfach für Sie. Kein schlechter Slogan für einen Kinderautositz. Auch an der Qualität haben die Entwickler hart gearbeitet. Im MPA-Zentrum in Deutschland wurden die Sitze strengsten Tests unterzogen und haben überdurchschnittliche Sicherheitswerte erreicht. Der Sitz Luftikit ist bis zu einem Gewicht von 25 Kilogramm für Kinder von 1 bis 7 Jahren geeignet und entlastet die Eltern. Statt vieler Handgriffe ist nur eine Pumpe nötig und nach 40 Sekunden ist der Sitz einsatzbereit. Auch die Befestigung am Sicherheitsgurt ist kein Problem. Um den Luftikit zu reinigen, braucht man nur Seife und warmes Wasser. Der Sitz kostet 199 Euro. Die Luft aus den Reifen zu lassen, um die Traktion zu verbessern, ist eine klassische Taktik im Gelände. Doch um sicher nach Hause zu kommen, müssen die Reifen wieder aufgepumpt werden.
Um das lästige Hantieren mit der Pumpe zu vermeiden, wird das Kompressorsystem IAG Tailgate angeboten. Hier ist es an einem Ford Bronco im Einsatz. Übrigens, viele Kunden können es selbst einbauen. Bohren, Schneiden und Spezialwerkzeuge sind nicht erforderlich. Die Fähigkeiten des IAG Tailgate sind beeindruckend. Ein Geländereifen mit einem Durchmesser von 94 cm kann innerhalb von 3 Minuten von 1 auf 2,4 Atmosphären aufgepumpt werden. Auch Bälle, Hüpfburgen, Matratzen und Motorräder profitieren davon. Der Preis von 649 Euro spiegelt die Vielseitigkeit wider. Was haben der Nissan X-Trail, der Land Rover Discovery und der Porsche 718 Cayman gemeinsam? Sie alle gehören zu den unzuverlässigsten Autos. Ihre Besitzer könnten also einen Mechaniker und das S-Lite gut gebrauchen. Dieses soll helfen, wenn das Auto unterwegs mal eine Panne hat. S-Lite funktioniert mit 6 AA-Batterien bis zu 12 Stunden und ermöglicht es anderen Autofahrern, das Fahrzeug aus einer Entfernung von 200 Metern zu sehen. S-Lite lässt sich dank eines Magnetfußes leicht an der Karosserie befestigen. Zu den Betriebsmodi gehören ein rotes Dreieck, SOS und Help. Der praktische Helfer kostet 74 Euro. Das Team von Casey Highlights hat die Nostalgie nach klassischen Rundscheinwerfern aufgegriffen und mit der Nachfrage nach starken Lichtstrahlen kombiniert. Das Ergebnis ist die Titan-Serie, die perfekt für Offroad-Fahrten bei Dunkelheit sind. Mit den neuesten Updates sind diese LED-Optiken 68% heller und 26% leistungsstärker geworden. Der 51 cm lange Gravity Titan leuchtet mit 8916 Lumen eine Strecke von bis zu 547 Metern vor dem Fahrzeug aus. Dank des Infinity Rings ist der Balken zudem flexibel. Der Austausch der Komponenten ist so einfach wie Lego zusammenstecken. Vom Jeep bis zum Bronco, vom Toyota bis zum Motorrad, er ist überall einsetzbar. Erstaunlich ist auch der Preis des Gravity Titan, 1.065 Euro. ARB ist Australiens größter Hersteller von Zubehör für Geländefahrzeuge und GME ist Australiens einziges Unternehmen, das UHV-Funkgeräte und Notsender herstellt. Die Ingenieure dieser beiden coolen Firmen haben beschlossen, zusammenzuarbeiten. Und das Ergebnis ist ein fortschrittliches Funkkommunikationssystem. Zum Beispiel gab es eine limitierte Auflage von 350 Antennen in der Farm Sandytorp. Sie sind auf die UHF-Frequenz spezialisiert. Die Reichweite hängt von vielen Bedingungen ab, liegt aber in der Regel etwa bei 2 Kilometern. Auf der ARB-Website finden sich auch verstärkte Antennen für bestimmte Landschaften, zum Beispiel Wüste und Gebirge. Im Online-Katalog gibt es zudem Funkgeräte, Stationen und Zubehör. So kann man sich auf einen Schlag ein komplettes Set zusammenstellen. Wir bleiben in Australien bei GT Works. Die Firma beschäftigt sich mit Modulen für Pickup-Trucks und macht von der Forschung und Entwicklung bis zum Verkauf alles selbst. Und das so gründlich, dass man Gänsehaut bekommt. Zum Beispiel testet dieses Team Module unter Bedingungen, die 2000 Kilometern Geländefahrt entsprechen. Das Unternehmen bietet nicht nur Universallösungen, sondern auch Lösungen für spezielle Aufgaben. Ob Camping, Transport von Baumaterial oder Werkstatt auf Rädern, GT Works hat für fast jedes Szenario etwas zu bieten. Auch die Zuverlässigkeit lässt keine Wünsche offen. Die Standardplattform GT Works Extreme 2024 basiert auf Aluminiumprofilen in Flugzeugqualität und 3 mm starkem Stahl. Statt zu schweißen werden Schrauben, Muttern und Nieten verwendet. Das vereinfacht nach Angaben der Entwickler die Wartung und macht die Konstruktion gleichzeitig widerstandsfähiger gegen Vibrationen.
Keine Autofahrt wäre komplett ohne ein paar Drinks unterwegs, sagt der Entwickler von The Car Bar. Aber es ist so langweilig, jedes Mal an einem Laden anzuhalten, um einen Kaffee oder eine Cola zu kaufen. Wahre Straßenkämpfer trinken aus einer patentierten Minibar. Sie heißt The Car Bar, wird an der Kopfstütze befestigt und bietet Platz für zwei Getränkehalter fast jeder Größe. So können Reisende jederzeit ein heißes oder kaltes Getränk genießen und sogar Cocktails mixen. Damit man nicht im Dunkeln einschenken muss, gibt es eine Hintergrundbeleuchtung. Ein nettes Extra ist der eingebaute Flaschenöffner. Der Entwickler hat den Preis für The Car Bar auf 113 Euro festgesetzt. Klingt nach einer Herausforderung für DIY-Bastler. Die Firma Eagle Eye Hunting Gear verkauft diese Halterungen für Schieß- und Jagdbegeisterte. Sie verwandeln die Ladefläche eines Pickups in einen Schießstand. Im Katalog befinden sich auch Fensterhalterungen, mit denen man schießen kann, ohne die Kabine zu verlassen, sowie spezielle Versionen für Quads und Motorräder. Eine typische Halterung ist mit bis zu 10 Kilogramm belastbar und ist somit für viele Scharfschützengewehre geeignet. Ein Drehbereich von 270 Grad ermöglicht ein problemloses Zielen. Optional ist ein Gegengewichtssystem erhältlich, das die Waffe in jedem Neigungswinkel stationär hält. Für die parallele Fotojagd kann man sein Smartphone auf einer speziellen Halterung befestigen. Der ungefähre Preis liegt bei 338 Euro. HEPA-Filter sind eine beliebte Lösung, um die Luft im Auto zu reinigen. Aber bereits nach 45 Zigaretten sind sie nur noch halb so wirksam. Die Entwickler von Silicon Valley Air Experts gaben sich damit nicht zufrieden und setzten für ihren Luftreiniger Tesla Air die TPA-Technologie ein, deren Wirksamkeit nach 440 Zigaretten nur um 0,2% abnimmt. Der Luftreiniger fängt Partikel bis zu einer Größe von 0,01 Mikrometer ein, ist also gut gegen Pollen, Milben, Tierhaare, Allergene, VOCs, Bakterien und Viren. Und die Platten, auf denen das alles gesammelt wird, müssen nicht ausgetauscht, sondern nur alle 2 Monate gewaschen werden. Der Reiniger kostet 175 Euro. Klein, aber oho, das ist der Kurt Echo Controller. Und einer seiner Funktionen ist es, die Bremsen des Autos und die des Anhängers, den das Auto schleppt, zu synchronisieren. Trotz seiner geringen Größe kann der Kurt Echo bis zu 4 Achsen steuern. Es ist mit ABS, Tempomat und PWM kompatibel. Außerdem verfügt er über einen eingebauten Kurzschluss- und Verpolungsschutz. Man muss kein Mechaniker sein, um die Einstellungen zu ändern. Einfach die App auf dem Smartphone öffnen und per Bluetooth mit dem Steuergerät verbinden. Falls etwas nicht passt, warnt der Kurt Echo seinen Benutzer, ohne die Funktionen von Apple CarPlay oder Android Auto zu beeinträchtigen. Die Box ist mit einer eingeschränkten lebenslangen Garantie ausgestattet und kostet 295 Euro. Mit dem Marlin SXS Riser kann man sein Lieblingsmotorrad auf seinem Lieblingspickup fahren. Diese Plattform eignet sich für Fahrzeuge mit einer Breite von bis zu 193 cm und einer Länge von bis zu 419 cm. Sie erhöht die Nutzlast nur um 100 kg. Zur Ausstattung gehören Vorderradsperren und Befestigungspunkte für die Winde. Optional sind klappbare Rampen mit einer Länge von 3 oder 3,70 Meter erhältlich. Man kann sich leicht vorstellen, wie stabil die Plattform ist, wenn allein die Rampen mit bis zu 1134 Kilogramm belastbar sind. Der Preis liegt bei ca. 2300 Euro. Ihr braucht fortschrittliche Rennwagenkomponenten? Dann wendet euch an Motion Raceworks. Das Unternehmen hat mit einem Schweißgerät, Enthusiasmus und 2777 Euro angefangen und produziert heute Teile, die in Autos eingebaut werden, die 300 km/h schnell sind.
Auf dem Bildschirm ist ein Ganghebel zu sehen, der nur für Rennwagen gedacht ist. Der Einsatz auf herkömmlichen Straßen ist rechtlich problematisch, aber die Konstruktion ist modular, sodass sie genau an ein bestimmtes Auto und Getriebe angepasst werden kann. Zudem gibt es eine Rückwärtssperre, die den Anforderungen der NHRA entspricht, der größten Drag Racing Meisterschaft der Welt. Der Ganghebel kostet 647 Euro. Der Ford Bronco ging bereits 1965 in Produktion. Er diente als Universalfahrzeug, Pickup, Roadster und sogar für Offroad-Rennen. 2021 erblickte die sechste Generation das Licht der Welt. Für sie entwickelten die Experten von DS18, bekannt für hochwertige Audiosysteme, den DS18 Pro Bass. Der stolze Preis von 931 Euro erklärt sich durch den kraftvollen Klang. Der Verstärker der D-Klasse leistet bis zu 2500 Watt und arbeitet zwischen 20 und 500 Hertz. Der Subwoofer hat einen Durchmesser von 30 cm und besteht aus Glasfaser. Diese Kombination, so die Experten, garantiere ein donnerndes Grollen. Das Tüpfelchen auf dem I ist die Hintergrundbeleuchtung, die im Takt der Musik pulsiert. Die Produkte von Simpson Performance Products werden auf NASCAR- und Formel-1-Niveau verkauft. Das Unternehmen stellt Helme, Handschuhe, Anzüge und andere Ausrüstungsgegenstände her, darunter auch Stühle wie diesen hier. Diese Modelle sind für die breite Öffentlichkeit gedacht. Sie passen in Fahrzeuge vom Buggy bis zum Geländewagen. Ein typischer Vortex 2-Sitz kostet 507 Euro und ist so gebaut, dass nach dem Einbau mehr Beinfreiheit bleibt. Der Rahmen ist röhrenförmig. Als Füllung wird Schaumstoff mit unterschiedlicher Dichte verwendet. Die Konstruktion erlaubt es, eine Heizung und eine verstellbare Lendenwirbelstütze nachzurüsten. Für den Fall, dass es nach der Aufrüstung zu echten Wettkämpfen kommen sollte, bietet Simpson Performance Products auch Sicherheitsgurte an. Der Gurt D3 besticht durch raffinierte Schultergurte, die der V-Form eines 5-Punkt-Verschlusses entsprechen. Die Komponenten bestehen aus legiertem Stahl. Zudem gibt es Taschen für Smartphones und andere Gadgets. Der Preis des Gurts D3 beträgt 85 Euro. Fahrräder und ein Pickup sind keine gute Kombination. Zu viel Ladung? Dann können die Speichen beschädigt werden. Nicht genug Ladung? Dann muss man Halterungen suchen, damit das Fahrrad nicht auf der Ladefläche wackelt. Auf dem QR-Free-Fahrradträger passen ein Fatbike mit 12 cm Reifen und ein Rennrad mit 74 cm Laufrädern. Zum Schutz vor Langfingern haben sich die Entwickler mehrere Schlösser einfallen lassen, die separat ab 15 Euro erhältlich sind. Der Fahrradträger kostet 276 Euro. Wem die Informationen gehören, dem gehört die Welt. Das gilt auch beim Autofahren. Autofahrer, die sich eine solche Kamera zugelegt haben, finden das Einparken, Rückwärtsfahren und das Heranfahren an Anhänger einfacher. Das Bild lässt sich per WLAN auf dem Smartphone anzeigen. Damit gibt es keinen Kabelsalat mehr. Auch im Dunkeln sind die Kameras nützlich. Schaltet man den Nachtsichtmodus ein, bekommt man ein Bild mit einer Reichweite von bis zu 9 Metern. Es gibt sogar eine besonders kompakte Version für Kennzeichen, die mit nur 92 Euro auch noch am günstigsten ist. Mehr Daten bedeutet weniger Unfälle und weniger Probleme, also bessere Chancen für eine reibungslose und produktive Fahrt.